Willkommen, liebe Fragezeichen-Freunde. Wir sind hier mit Peter und Black. Nee, Shadow. Der Schuppen, in dem Justus sein Motorrad abgestellt hat. Genau. Die Tür steht einen Spalt offen. Falls ihr euch entsinnt, die Motorradgeschichte. Kein Schloss. Da hat wohl jemand. Ist nicht wahr. Wen haben wir denn da? Shadow. Da das wohnt ist jemand. Rubbish, George. Rocky Beach ist bekannter Stadtstreicher. Ach so. Das ist Hausfriedensbruch, ja, Peter Shaw. Offenbar findet man heutzutage nirgends seine Ruhe. Ja, aber hier einbrechen ist auch nicht so geil. Ich dachte, du wärst längst auf deinem Hausboot zurück. Am Hafen wird fröhlich weitergebaut. Wir wollen scheint ganz Rocky Beach umkrempeln. Wär du mal jeden Morgen mit Pressluftbohrern geweckt. Da habe ich meine Wochenendresidenz zum Zweitwohnsitz erhoben. Ja gut, aber ich meine, passt du auch auf alles Mann auf? Ich suche einen Silver, der unseren Blackie entführt hat. Schwarzer Vogel, krächzt und spricht. Ich kann dir auch ein Foto von seinem Entführer zeigen. Wir erreichen ein Hoheitsgebiet, in dem meine Dienste nicht kostenlos sind. Oh Gott. Keine Sorge. Die Tagesgebühr, damit ich das Motorrad im Auge behalte, habe ich bereits gegen dauerhaftes Wohnrecht eingetauscht. Ja gut. Er passt wenigstens auf die Maschine auf, aber naja. Was ist Kommt das alles dieser für Mann Zeug? Bekannt vor? Gehört es ihm? Ah, ja. Leider bin ich gerade etwas unterversorgt. Oh. Pfoten weg von meinem Hausstand. Achso, die ich ganzen würde dich CDs auf eine und Tasse Tee einladen, aber mein Umzugsvehikel hat ein begrenztes Fassungsvermögen. Was der alles ein dabei hat. Ein heutiger Transport wäre dem guten Porzellan ohnehin schlecht bekommen. Was gäbe ich für eine anständige Tasse Tee? Nichts geht über meine spezielle Mischung und das gute Porzellan. Ich hoffe, es hat bei dem Baulärm keine Sprünge gekriegt. Okay, also wird irgendwie Tee und Porzellan was, oder was? Was? Also hast du nun was gesehen oder nicht? Falls du klamm bist, nicht nur Bares ist Wahres. Ja, ja, okay. Oder ist deinem Spürsinn entgangen, was ich gebrauchen könnte? Nein, du willst eine Tasse Tee und ein bisschen ein Teeservice. Finde ich bestimmt hier Müll. Finde ich bestimmt irgendwas, was wir da umbasteln können. Unglaublich. Ja, okay, also wo kriegen wir jetzt einen Tee her? Unglaublich. Die Arbeiten am Hafen dauern an. Ich kann Rubbish gut verstehen, dass er das Weite gesucht hat. Das ist also der Hafen hier. Was denn hier drin? Hoffentlich hat das niemand mitbekommen. Ach, er will da einbrechen. Gibt es hier überhaupt etwas zu sehen? Ja, lass mal gucken gehen. Okay. Mir behagt der Lärm auch nicht. Okay, Shadow. Was in Gottes Namen? Eine Parkbank? Und hier komme ich nicht rein? Wer zum Hafen will, muss sich schlank machen. Wer zum Hafen will, ja, muss sich schlank machen. Wer zum Hafen will. Okay, ja, und was ist jetzt hier? Warum kann man da so ranzoomen? Mir behagt der Lärm auch nicht. Okay, ja, ja, gut. Ich habe schon verstanden. Das ist alles nicht so einfach. Ach so, sie hat an Bord gelassen. Ah, wir müssen an das. Aber wir sind ja im Hafen. Gibt es hier überhaupt etwas zu sehen? Ja, wie kommen wir denn sonst an seinem. Statt eines Bauvorhabens nur wieder protzige Werbung. Was ist denn das? Ach, darum kreist dieses Flugzeug über Rocky Beach. Ah. Unverantwortlich, dass so ein Müll erlaubt wird. Nicht auszudenken, wenn Shadow diese Dublonen frisst. Also, ahoi, ihr Landratten. Euer Wingman ist unter die Luftpiraten gegangen. Mit einem Schatz im Schlepptau fangt und sammelt Dublonen. Tauscht in unsere Filiale gegen Snacks und Spezialmenüs, die im Piraten das Wasser im Mund zur Springflut machen. Ei. Okay. Offensichtlich, ob die Aktion mit den Veranstaltern vom Schwarzen Fleck bei Burger Wings.
Na, dann wollen wir mal zu. Ob die Aktion mit den Veranstaltern vom Schwarzen Fleck abgesprochen ist? Was hat denn das mit den Leuten zu tun? Achso, weil es Piraten. Die haben wohl schon miteinander was zu tun. Das ist sehr interessant. Kann ich jetzt das irgendwie hier. Nee. Hoffentlich hat das. Gut. So. Wer zum Hafen will, muss sich schlank machen. Ja, kann ich da nicht irgendwie einfach dran vorbeilaufen hier? Ist das keine alternative Lösung irgendwie, um zum Hafen zu kommen? Das wäre nämlich wirklich höchst angebracht, will ich mal meinen. Unglaublich. Müssen wir jetzt Dublonen sammeln oder nicht? Oder wie oder was oder wer? Was sagst du denn hierzu, mein Freund? Hast du von dieser Aktion gewusst? Klar. Auch wenn ich Luftverpester hasse, sind Gratis-Mahlzeiten nicht zu verachten. Leider schnappt mir die Konkurrenz Dublonen vor der Nase weg. Und wer die im Flug erwischen will, muss sportlich sein. Okay, alles klar. Landen dann auch bei ihm gleich. Oh. Na bitte. Hier, Peter, nimm meinen Beutel und mache ihn randvoll. Gut für die Umwelt und gut für mich. Ah, okay. Unter diesen Umständen kann ich kaum Nein sagen. Der ist gerade anscheinend da, der Geldflieger. Diese Dublonen scheinen. Okay. Was zur Hölle? Hallo Peter, Kelly hat eine Nachricht weitergeleitet. So ein Fiesling. Klar hält meine Gruppe die Augen offen. Noch ein Ärgernis. Eine Fastfood-Kette wirft über Rocky Beach München ab. Wir sind bereits schon im Kriegsfass. Bis der Abwurf eingestellt wird, sollten wir aufpassen, dass der Mensch den Tier schaden wird. Ah ja, genau, weil die ja schon irgendwie wehtun können, wenn die so runterfliegen, die ganzen Dublonen, ne? Aber guck mal, hier liegen sie überall rum und dann kriegt unser werter Herr, kriegt dann auch was zum Beißen. Von dem her ist das gar nicht zu verachten, würde ich mal sagen. Denn es bringt uns sicherlich einen gewissen Vorteil. 50. Ich dachte gerade, da steht 50 Dublonen, soll ich suchen? 50. Ich meine, wo soll ich die denn hernehmen? Wer zum Hafen will, muss sich schlank machen. Ja, ganz ehrlich, 50? Leute, was ist das denn? Ich meine, ich habe 10. Ah, vielleicht ist es ja wieder so ein Ding, dass ich nicht alle brauche, sondern ich gehe wieder zu ihm und dann konfrontiere ich ihn mit dem Ergebnis, das ich habe. Und vielleicht zeigt er sich ja damit einverstanden, dass ich sage, hey, hi, boy, ich habe halt 10, ne? Vielleicht kriegst du dafür ja auch ein Mac-Menü oder sowas. Mac-Chicken-Menü. Chicken-Burger-Menü. Langsam wird's ja. Naja, das funktioniert leider nicht. Langsam wird's ja. Was gäbe ich für eine anständige Tasse Tee? Just, will mal hoffen, dass euer erster Detektiv nicht wieder meine Nachtruhe stört. Wollt ihr wieder Motorrad fahren oder was? So, okay, Leute, woher kriege ich jetzt 50 Dublonen? Mal ganz ehrlich, ich meine, es sind 50, ja? Und ich kann nur an diese drei Orte. Ich kann nur hier. In den Müll kann ich auch. Unglaublich. Und da ist nichts mehr. In den Müll kann ich gucken und ich kann zu dem Schild gucken und zu dem Turm gucken. Und in die Baustelle. Und da muss ich wohl irgendwie durch. Aber ich bin noch nicht so sicher, wie und was und wo. Und hier. Ob die Aktion mit den Veranstaltern vom Schwarzen Fleck abgesprochen ist? Das weiß ich nicht. Können wir da vielleicht nochmal jemanden anrufen? Ah, nee, nicht zurück zum Hauptmenü. Ah, nein. Was sich entdecken oder fangen lässt. Ja, aber ich war. Ach so. Vielleicht sieht man ja in der Luft das Flugzeug. Da hinten. Ah, jetzt geht's da runter. Ah, muss ich dann da schnell sein oder was? Oder? Wenn es jetzt hier gerade runtergeht oder wie? Gibt es dann neues Loot, das ich gleich aus der Luft fangen kann? Ich meine, wir haben jetzt gerade den Flieger schon gesehen. Ich dachte vielleicht, dass wenn man den Flieger verfolgt, dass man dann dahin geht, wo er gerade ist, und dann findet man direkt was oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Komm, wir verfolgen mal das Flugzeug da hinten.
Hatte ich eigentlich noch eine Nachricht oder so? Da hinten fliegt der Dublonenflieger, ne? So, da ist er und ballert da so durch die Lüfte. Jetzt dreht er. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, warte mal. Ich beobachte das Ganze mal. Vielleicht ist das ja Teil der filigranen Technik. Manchmal sind die Rätsel ja so ein bisschen, ja, verzwickt, will ich mal sagen. Es macht dann eine schöne Kehrtwende da hinten, ne? Ich könnte es nicht besser im Flugsimulator. Und fliegt zurück. Aber wir können den ja nicht anklickern. Und ich dachte, wir können so ein bisschen provozieren, dass er ein weiteres Geld fallen lässt. Und dann müssen wir das Ganze ja 5-mal machen. Nee, okay, das bringt uns keinen Vorteil. Dreht jetzt da wieder um, ne? Ja. Und aber woher weiß ich denn dann? Dann müsste er von hier wieder... Oder ist auf dem Dach vielleicht irgendwie Geld runtergekommen? Ja, das ist ja sehr merkwürdig, meine Lieben. Also, tatsächlich. Gibt auch keine neuen, ne? Müssen wir irgendwie provozieren. So. Ist hier überhaupt etwas zu sehen? Genau. Also, das Ding ist, er fragt es hier, ob es hier was zu sehen gibt. Das finde ich total tricky. Also, das hält einen echt lang auf. Also, wenn ihr hier nicht weiterkommt, Leute, ich verstehe es. Man muss nämlich mit dem Handy hier in den Hintergrund zoomen. Und dann... Wo liegt denn gleich das Boot von Rubbish George? Sieht man da hinten das Boot von Rubbish George. Also das ist wirklich... Also... Ah, da ist es. Wenn ich mich ranhalte und am Wasser entlang jogge, ist das nur ein Katzensprung. Nicht einfach. Sorry, Shadow. Ging nicht gegen dich. So, dann mal los. Auf geht's, Shadow. Genau. Lass ihn mal hinter joggen. Und dann können wir uns nämlich da auch so ein T-Service aus dem Boot rausholen. Also, das ist nichts für dich, Shadow. Reichlich tricky. Das riecht nach Schiffsdiesel, gekochten Bohnen, Abwasser und irgendwas Süßlichem. Aber so eigentlich ganz schick, ey, wenn man das ein bisschen renoviert. Können wir das mal hier ein bisschen neu an, ne? Der Tee scheint eine noble Sorte zu sein. Offenbar erinnert er Rubbish... alias George Cooper an seine Zeit als Angestellter einer englischen Bank in Ägypten. Kann sein, ja. Wo er den wohl her hat. Na gut, dann sammeln wir den ganzen Tee ein. Ich sage mal, also könnte man sich bestimmt schön herrichten hier, das Ding, ne? Also, ja, muss ich schon so sagen. So, das ganze Porzellan. Ziemlich gutes Porzellan. Ja. Die Box ist leer. Die Fächer eignen sich prima für einen Transport. Was ist denn mit der Zeitung jetzt hier? Was ich alles einsammeln muss. Das ist ja Wahnsinn. So, da ist auch noch was. 8 von 10. Von 12, verzeihen Sie. Wie sieht es in den Schränken aus? Ah. Guck mal, eine Kochzeile hat er da. Das ist doch ganz ordentlich. So, okay, Tee haben wir alles. Dann brauchen wir noch Tassen. Ist dahinter noch was? Schublade. Unter der Bettdecke. Da war noch eine Tasse. Hier ist noch eine Zeitung. Räumen wir jetzt hier auf, oder? Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was ich hier zu tun habe. Zeitung hier, Zeitung da. Wo können wir noch was aufmachen? Was ist das? Okay, wir brauchen noch... eine Tasse tatsächlich noch. Und 2 Fetzen Zeitungen. Das kann natürlich wieder überall sein. Habt ihr irgendwo noch eine Tasse versteckt? Da war die Tasse. Da hinten ist noch eine Zeitung. Eine Zeitung noch, meine Lieben, und dann haben wir es. Das ist wieder immer das geheime Letzte da. Unterm Kopfkissen, total offensichtlich. Was ist das denn? Hä? Was soll das denn jetzt sein? Er hat das in Zeitung eingepackt. Räucherstäbchen. Er hat das in Zeitung eingepackt. Ich sollte mich ranhalten, sonst wird noch der Hund in der Pfanne verrückt. Ja, genau. Halt dich mal ran. Sorry, Shadow. Ging nicht gegen dich. Was brauche ich denn noch?
Ich hab doch... Muss ich um den Tee jetzt auch noch aufbrauen, bräuen oder was? Was brauche ich noch? Ich hab doch... Brauche ich noch eine Kanne? Ich hab doch alles. Ich hab doch alles, was ich für einen Tee brauche. Oder nicht? Oder doch? Oder was? Ah nee, ich muss das natürlich hier reintun. Natürlich. Ich kann den natürlich nicht einzeln mitnehmen. Was wäre ich denn für einer? Rubbish muss damals wegen des Lärms in Eile gewesen. So. Jetzt aber. Auf geht's, Shadow. Zurück zu Rubbish. Der kriegt jetzt endlich hier seinen 5 Uhr Nachmittagstee. Wie sich für einen ordentlichen Briten gehört. Und eine Nachricht. Was da wohl drinstehen mag.